Also, meine lieben Schwestern, schaut mal, wie findet ihr mein rotes Kleid? Naja, gut, Spaß beiseite. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Titel Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Wir werden ein schönes Spiel starten, ein neues Abenteuer beschreiten und ich kann euch versprechen, es wird wieder ein schönes Spiel für euch. Vor allem für die jüngeren Zuschauer unter euch. In einem zauberhaften Land leben König Rudolf und seine 12 wunderschönen Töchter glücklich miteinander. Doch während die Prinzessinnen aufwachsen und jede sich ihren eigenen Interessen hingibt, ist der König zunehmend beunruhigt über das so gar nicht prinzessinnenartige Verhalten seiner Töchter. Der König bittet seine Cousine, die Herzogin Roswitha, zu sich ins Schloss. Er hofft, dass sie den 12 Prinzessinnen beibringen kann, wie man sich als richtige Dame benehmen muss. Eines Abends jedoch erwacht Genevieve und merkt, dass im Thronzimmer ihres Vaters etwas nicht stimmt. Aber was? Oh feia, was ist denn hier los? Papa? Papa, bitte wach auf! Twila, was ist mit meinem Vater los? Das ist Herzogin Roswitha schuld. Sie hat irgendetwas mit dem König gemacht, sodass er nicht mehr aufwachen kann. Oh je! Und dann hat sie deine Schwestern entführt. Und versteckt! Schnell, Genevieve, lauf zurück in dein Schlafgemach und versteck dich, bevor Roswitha auch dich entführt. Oh nein, das werden wir natürlich nicht tun, denn wir müssen unsere Schwestern finden, die von Roswitha wahrscheinlich, naja, gekidnappt und entführt wurde. Nun ja, das ist eigentlich auch das Gleiche. Meine Lieben, hier kommt direkt mal der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch, das zeigt mir, dass ihr Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen toll findet und noch mehr Videos sehen möchtet. Das hilft mir vor allem zukünftig, damit ich weiß, wie oft diese Folgen für euch erscheinen sollen. So, aber wir laufen erstmal in unser Schlafgemach und schauen, ob wir da irgendetwas herausfinden. Oh weia, schaut mal, da sind Ameisen. Dürfen wir uns da treffen lassen? Oh nein, besser nicht. Links oben seht ihr auch meine Anzeige. Ich habe 3 Herzchen, jetzt habe ich 1 verloren. Das bedeutet, dass ich mich nur noch 2-mal treffen lassen kann, bevor ich das Spiel von vorne beginnen muss. Zumindest einen Abschnitt davon. So, aber wir laufen erstmal weiter durch unser Schloss und müssen herausfinden, was wir tun können. Denn, wie gesagt, Roswitha soll auf uns aufpassen, auf die 12 tanzenden Prinzessinnen. Darunter ist Genevieve, die wir spielen, auch eine. Und dann wurde auch noch König Rudolf vergiftet. Also irgendwie kommt mir das alles sehr schleierhaft vor. Meint ihr nicht auch? Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Also gut, hier ist unser Schlafgemach. Was sind das für komische Dinger? Wir laufen einfach drüber. So. Hier ist das Passwort für all diejenigen, die das Spiel auch spielen. Link übrigens in der Beschreibung. Oh, dieses goldene Gartenschloss ist der schönste Ort, den ich jemals gesehen habe. Aber wo führen all diese Türen hin? Ich muss durch einen hindurchgehen, um es herauszufinden. Genau, das werden wir jetzt auch mit Prinzessin Genevieve tun. Oh je, ich glaube, ich höre Brutus. Ich wünschte, Twila oder Felix wären hier, um mir zu helfen, ihn zu verjagen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Na hoppla, wow, 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 da hat uns Brutus erwischt. Das ist der gemeine Affe von Königin oder von Herzogin Roswitha. Oh, schaut mal, hier gibt es ein Herz für uns. Wenn Brutus in der Nähe ist, werde ich ihn für dich verjagen. Oh, danke, Twila. Schön, dass Twila jetzt dabei ist. So, sie versteckt sich unter unserem Kleid und wird sofort herausspringen, sobald der Affe Brutus in der Nähe ist. Okay, das ist ziemlich praktisch. Aber Genevieve sollte trotzdem hier in diesem Schlossgarten nach ihren Geschwistern Ausschau halten. Ich frage mich, wo die sein können. Oh, schaut mal, das ist aber ein süßer Käfer. Oh, Vorsicht, eine Krähe. Die hat uns leider erwischt. Wir springen hier von Ast zu Ast. Oh, schaut mal, ein kleiner blauer Vogel, der ist ja süß. So, vorsichtig an den Ameisen vorbei. Nur nicht treffen lassen und immer schön weiter vorankommen. Kurz zum Spiel noch. Das ist ein Spiel für den Game Boy Advance. Ich packe euch zum Spiel, das man leider nicht kostenlos spielen kann und sich kaufen muss, aber ich packe euch den Link zu dem Spiel in die Beschreibung.
Dann könnt ihr euch das mal ansehen. Und für die jüngeren Zuschauer unter uns... Oh, Moment. Genevieve, du hast uns gefunden. Oh, diese gemeine Roswitha hat uns entführt und hier versteckt. Du musst sie aufhalten, Schwester. Hier, nimm diese. Deine Tanzschuhe? Und unser Schmetterlingsnetz. Es könnte dir helfen. Du musst Roswitha aufhalten und unsere anderen Schwestern befreien. Das werde ich. Versprochen. Okay, wir haben ein neues grünes Kleid bekommen. Schaut mal. Und hier können wir jetzt mit dem Kescher die ganzen Insekten erstmal zur Seite schieben. Damit sie uns nicht stören, wenn wir unterwegs sind. Also, meine lieben Schwestern, schaut mal, wie findet ihr mein rotes Kleid? Naja, gut, Spaß beiseite. Ich sollte natürlich weiterlaufen, um unseren anderen... Oh, Vorsicht, ganz viele Ameisen. Um unsere anderen Schwestern zu finden. So, wie gesagt, für die jüngeren Zuschauer unter uns, ihr fragt am besten eure Eltern, ob ihr das Spiel haben könnt. Genau. So, weg mit den Marienkäfern und wir laufen weiter. Und jetzt geht es hier durch das Gartentor. Ein neues Passwort für uns. Das könnt ihr einsetzen, um an die gleiche Stelle zu kommen, an der ich mich gerade befinde. Das ist ziemlich praktisch, falls ihr mal nicht weiterkommt. Aber natürlich zeigt euch dieses Let's Play auch einen komplett Lösungsweg, wie das Spiel bis zum Schluss aussieht und wie ihr vorankommt. So kleine Grashüpfer, pfui, pfui, pfui. Die müssen natürlich weg. Und ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Wir sollten kurz zurück. Das Schöne an dem Spiel hier ist, dass wir jederzeit unsere Kleider wechseln können. Das heißt, zum Beispiel mit dem roten Kleid, naja, das ist so unser Alltagskleid, da können wir nichts tun. Mit dem grünen Kleid haben wir immer einen Kescher. Und im weiteren Spielverlauf kriegen wir noch 5, 6 Kleider dazu, mit denen wir noch viel mehr machen können. Was genau aber? Tja, das werdet ihr dann sehen, sobald es soweit ist. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, schreibt doch mal in die Kommentare, welches Kleid ihr schöner findet. Findet ihr das rote oder das grüne Kleid schöner? Ich bin gespannt und ihr könnt gerne auch noch dazu schreiben, was eure Lieblingsfarbe ist. Oh, Vorsicht, die vielen Vasen, die hier zerbrechen. Und ausgerechnet dann fallen sie runter, wenn wir daran vorbeilaufen. Naja, oh, Spinnen. Hallöchen, Spinne. Ich lass dich mal da oben hängen. Lauf mal weiter. Oh, Vorsicht, eine Krähe. Uiuiuiui. Und wieder ein Marienkäfer. So, laufen wir jetzt richtig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Uiuiui. Viele Ameisen. Die Ameisen wollen uns hier aufhalten. Okay, das ist jetzt ziemlich schwierig hier oben. Wir sind ja schon fast auf der Baumkrone. Das ist der oberste Bereich eines Baumes. Oh, Vorsicht, eine Ameise. Hui, das war knapp. Aber Barbie macht das echt gut. Oder eigentlich heißt sie ja in dem Spiel Genevieve und nicht Barbie. Vorsicht, Genevieve. So, kleiner Käfer, weg mit dir. Ha. Das hast du wohl davon. Uiuiui. So, damit hätten wir wieder 3 Herzen. Oh, schaut mal, eine fleischfressende Pflanze. Da springen wir einfach drüber. Kein Problem für uns. So, da sollten wir auch vorsichtig sein. Da ist eine Spinne. Hallo, Spinne. Wir müssen leider weiter. Wir können nicht mit dir spielen. Und da ist das nächste Gartentor. Da müssen wir jetzt hindurch. Hey, ihr Ameisen, weg da. So. Oh, ich höre Brutus, den Affen von Roswitha. Der muss hier irgendwo sein. Achtung. Zum Glück ist Fila dabei. Sie wird uns beschützen. Und? Jetzt müssen wir hier erstmal an diesen fleischfressenden Pflanzen vorbei. Wir können jetzt hier nach oben. Perfekt. Oh, da hat uns doch glatt eine Pflanze erwischt. Und die Spinne kam dann zu uns und hat uns guten Tag gesagt. So, weg mit den Ameisen. Die stören hier bloß. Oh, Achtung. Oh, eine Krähe. Oh, jetzt müssen wir aber wirklich gut aufpassen. Denn jetzt haben wir nur noch ein einziges Herz. Wenn jetzt etwas schief geht, dann haben wir ein kleines Problem. Oh, ein Herz. Perfekt. Jetzt haben wir wieder 2. So, Vorsicht, das wird ein gewagter Sprung. Wow, 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 wow. Hui. Gerade nochmal gut gegangen. Da hätten uns die Marienkäfer ja fast erwischt. So. Ich mal gucken, ob da auf der linken Seite... Oh, da war Brutus. Zum Glück konnten wir ihn verscheuchen.
Die Frage ist, was Brutus hier oben auf dem Baum gemacht hat. Habt ihr eine Idee? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. So, und ein neues Passwort. Und damit müssten wir den Abschnitt geschafft haben. Genau. Das heißt, es geht jetzt hier in dem Tor weiter. Wir treffen die nächsten Schwestern. Hoffe ich zumindest. Es bleibt spannend. Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Nachdem wir bereits in der letzten Folge, das war auch die erste Folge, bereits ein neues Kleid bekommen haben, nämlich das grüne Schmetterlingskleid, geht es jetzt weiter in einem neuen frischen Abenteuer hier wieder durch das Schloss. Schaut mal, das könnte Genevieves Mama gewesen sein. Genau, die Barbie-Figur, die wir hier spielen, ist natürlich nach wie vor Genevieve und wir können auch jederzeit unsere Kleider wechseln. Bisher haben wir zwei Kleider, das rote und das grüne. Und ihr dürft mir jederzeit in die Kommentare schreiben, was denn bisher euer Lieblingskleid ist von all den Kleidern, die wir bereits gefunden haben. Aber jetzt geht es erst einmal weiter und wir versuchen, unsere anderen Schwestern noch zu retten. Oh! Wenn Brutus in der Nähe ist, werde ich ihn für dich verjagen. Dankeschön, Twila. Damit ist Twila jetzt bei uns auch wieder im Team. Das heißt, sie ist dabei und wenn Brutus, der Affe von der bösen Herzogin Roswitha, auftaucht, wird sie ihn einfach verscheuchen. Das ist ziemlich praktisch und auch sehr wichtig. Denn ohne Twila hätten wir sonst große Probleme. Aber gut, jetzt schauen wir erstmal, wie weit wir hier vorankommen und ob wir es schaffen werden, unsere Schwestern heute noch zu finden. Wir springen hier einfach von Kronleuchter zu Kronleuchter. Also wenn das mal nicht gefährlich ist, aber Barbie macht das wirklich hervorragend. Oder sollte ich besser sagen, Genevieve? Wer von euch hat denn den Film Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen gesehen? Habt ihr es gesehen? Wenn ja, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare und sagt mir, was denn eure Lieblingsstelle im Film war. Hier kommt übrigens auch noch der Hinweis, falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr das Video toll findet und noch weitere Folgen von Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen sehen wollt. So, wir springen jetzt hier erstmal weiter. Gerade eben hat man ja gesehen, dass Brutus aufgetaucht ist, also der lilafarbene Affe. Aber Twila kam sofort und hat sie verscheucht. Oder ihn. So, hier seht ihr auch schon das grüne Kleid im Einsatz. Habe ich einfach getauscht mit der Schultertaste. Das ist die R-Taste auf dem Gameboy. Und zack, haben wir das grüne Kleid an. Und können mit Hilfe des grünen Kleides auch unser Schmetterlingsnetz einsetzen. Oh, unsere Schwestern. Genevieve, du bist hier. Du hast uns gefunden. Es war Roswitha. Sie hat uns entführt und hier versteckt. Ja, ich weiß. Nimm unsere Schuhe und unsere Stelzen. Sie werden dir helfen, wenn du über tiefe Stellen laufen musst. Benutze sie, wenn du das Schild hinter uns siehst. Danke, ihr Lieben. Finde sie und... halte sie auf, rette unsere anderen Schwestern. Du musst. Das werde ich. Ich werde nicht zulassen, dass sie unser Zuhause wegnimmt. Wow, wir haben ein blaues Kleid bekommen. Und schaut mal, wir können jetzt über Abgründe laufen, sobald wir das Schild sehen. Das heißt, wir kriegen Stelzen. Ziemlich praktisch, das blaue Kleid. Das behalten wir doch direkt mal an. Sollten aber irgendwelche... Oh, da oben ist eine Ratte. Die müssen wir dann verscheuchen. Oh, ich weiß nicht, wie wir da rüberkommen sollen, ohne Schaden zu nehmen. Das hat leider nicht anders funktioniert. Gut. So, jetzt laufen wir hier einfach mit den Stelzen weiter. Die sind super lang, muss ich sagen. Und jetzt warten wir einfach auf den richtigen Moment, wechseln das Kleid und verscheuchen die Ratte. Oh, hoppala, sie hat es trotzdem noch erwischt. Aber zum Glück gibt es hier ein neues Herz für uns. Wow, 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 da kommen die Vasen herunter. So, Kleider tauschen. Oh, wer ist das denn? Hallo, was tun Sie hier? Oh, hat er Angst? Oh, was macht er denn da? Womit wirft er? Autsch. Was sind das für komische Gläser? So, da ist er wohl in die Glasscherben reingetapft. Oh nein, der hat uns schon wieder erwischt. Na, wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Der ist ziemlich fies. Oh nein, die arme Genevieve. Okay, auf ein neues. Diesmal wissen wir, worauf es ankommt. Und anscheinend nimmt der gute Herr Schaden, wenn er in die Glasscherben reinläuft. Schaut mal, rechts seht ihr seine Lebensanzeige. Wenn die bei 0 ist, oder zumindest einfach
gesunken ist, also der rote Balken weg ist, haben wir ihn erstmal, wow, verscheucht, beziehungsweise konnten ihn erstmal von uns weglocken. Hoppala, das war ziemlich knapp. Autsch. Hey, du bist fies. Kleiner Fiesling. Das lasse ich nicht mit mir machen. Tja, damit hätten wir schon die Hälfte. Wow, der ist ziemlich schnell geworden. Was ist denn jetzt los? Oh nein, es wirft auch schon zwei Gläser. Das habe ich nicht kommen sehen. Ah, du bist fies. Na warte, diesmal kriege ich dich ab. Das verspreche ich. Alle guten Dinge sind drei. Los, Genevieve. Zeig ihm, was du kannst. Zeig ihm auch, wie gut du mit dem Kescher umgehen kannst. Wow, wow, wow. So, diesmal trickst du uns nicht aus. Das verspreche ich dir. Und nochmal. Und jetzt... Kadabam! So viel Spaß beim Drüberlaufen. Tja, hahaha. Wuppala. Huiuiuiuiui. Autsch. Wir sollten besser aufpassen. Sonst wird das noch gefährlich. So, Achtung, Achtung, Achtung. Er läuft rein in die Glasscherben. Hat Schmerzen am Fuß und jetzt läuft er schneller. Jetzt müssen wir im richtigen Moment springen. Sehr gut. Achtung, jetzt kommt er mit zwei Gläsern. Mit was sind diese Gläser gefüllt? Was glaubt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Vermutung ist. Das blubbert ja auch ein bisschen. Aber kann zumindest keine Lava sein. Oh nein! Noch ein Treffer und wir haben wieder verloren. Soweit lassen wir es diesmal nicht kommen. So, viel Spaß beim Drüberlaufen. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Was machen Sie in unserem Schloss? Entschuldigung, Prinzessin. Roswitha hat mich herbestellt. Sie hat den König vergiftet. Deshalb wacht mein Vater also nicht auf. Sie will die Macht an sich reißen und die neue Königin werden. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Genau, und das müssen wir auch verhindern. Und nicht nur das, wir müssen auch unsere Schwestern befreien. So, jetzt wechseln wir zum blauen Kleid und können jetzt hier einfach drüber laufen. Hier kommt der nächste Abschnitt. So, jetzt sind wir wieder hier im Schloss, beziehungsweise außen an der Fassade, an der Burgmauer, oder an der Schlossmauer besser gesagt, mit all den schönen Fenstern. Jetzt schauen wir mal hier, ob hier Roswitha eventuell auch eine unserer Schwestern entführt hat und hier verschleppt hat. So, wir wechseln mal zum grünen Kleid, wo wir dann den Kescher einsetzen können. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Kleid ihr am besten findet. Das rote, mit dem man nichts machen kann, das grüne, mit dem man ein Schmetterlingsnetz hat, oder das blaue, mit dem man auf Stelzen laufen kann. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, mein persönlicher Favorit ist momentan noch das Schmetterlingsnetz. Wobei ich sagen muss, dass das rote Kleid mir am schönsten gefällt. Oder am besten gefällt. Aber gut. Jetzt laufen wir erstmal weiter und versuchen natürlich auch unsere anderen Schwestern zu finden. Die warten bereits auf uns. Und die arme Genevieve... Wow! Uiuiuiui. Die arme Genevieve muss hier alleine durch das große Abenteuer. Wir sind hier irgendwie falsch gelaufen. Wo müssen wir denn hin, Genevieve? Die Statuen sind auch ziemlich schick. So, wir klettern jetzt einfach mal hier rüber. Oder hier nach oben. Hoppala, hoppala, hopp. Hallo, Spinne. Wie geht's dir? Wir müssen leider weiter. Wir können leider nicht mit dir spielen. So, hallo Spinne. Und tschüss. Hoppala. Ich glaube, das... Wow. Oh nein. Oh, jetzt bin ich wieder abgestürzt. Das gibt's doch nicht. Noch einmal. Ich beeile mich ein bisschen. So, diesmal wird's aber klappen. Das verspreche ich euch. Müssen wir... Upsala. Entschuldigung, Spinne. Genau, hier müssen wir rüber. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Oh, Vorsicht, da kommen Vasen herunter. Nicht, dass dir was auf den Kopf fällt. So, wir wechseln zum blauen Kleid und können jetzt wieder über Abgründe laufen. Wie gesagt, das funktioniert nur, wenn wir dieses Stelzen-Symbol sehen. Und ein neuer Typ. Oh nein, da wurde Genevieve noch getroffen. Aber wir haben trotzdem den neuen Abschnitt erreicht und wieder unsere vollen drei Herzchen bekommen. Das kriegen wir normalerweise erst... Oh nein, eine Krähe, Vorsicht! Hui, das ging doch mal gut. Wir kriegen eigentlich drei Herzchen erst dann, wenn wir entweder Herzchen finden oder aber, wenn der Passwortbildschirm kommt.
Das war aber gerade nicht der Fall. Jedoch haben wir ja, vielleicht ist euch das aufgefallen. Hey, wer bist du denn? Alles in Ordnung? Hey, ich bin's, Genevieve. Kennt ihr mich nicht? Ich bin immerhin eine Prinzessin des Schlosses. Komisch. Also ich weiß nicht, was Rusivita hier gemacht hat. Vorsicht an die Krähe. Eine Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Genau, wie gesagt, vorhin haben wir einfach die nächste Tür erreicht, den nächsten Abschnitt und wurden dann getroffen. Wir müssen eigentlich den Abschnitt dann wiederholen, aber weil wir schon im nächsten waren, konnten wir dann mit 3 Herzen beginnen. Das wollte ich nur kurz noch sagen. Okay, so, wir kommen aber gut voran, muss ich sagen. Oh, ich habe gerade wieder eine Ratte gehört. Wir sollten gut aufpassen, nicht, dass sie uns erwischt. Und eine Krähe. So, und wieder tauschen. Jetzt spazieren wir einfach drüber. So schnell kann es gehen. So, jetzt noch hier mit einem guten Sprung rüber. Und hier runter, genau, perfekt. Und nochmal rüber. So, und wieder ein neuer Abschnitt. Und hier gibt es ein Passwort für uns. Einfach merken und es kann weitergehen. Wer ist eigentlich dieser Papagei? War das nicht Felix? Habe ich das richtig im Kopf? Ich habe den Film auch gesehen, muss ich sagen. Allerdings ist es lange her. Mein Lieblingsfilm ist übrigens Barbie in im Schwanensee. So müsste, so oder so ähnlich heißt der Film. Habt ihr den auch gesehen? Den finde ich eigentlich am schönsten, muss ich sagen. Da finde ich die Geschichte einfach, diese erzählte Geschichte mit Barbie am besten. So, uiuiui, weg da. Aber ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was denn euer Lieblings-Barbie-Film ist. Vielleicht gibt es auch ein Spiel dazu und dann könnte ich das auch gerne mal für euch spielen, wenn ihr Lust habt. Vorsicht, Tee kann mit grüner Grütze. Aufgepasst, nicht, dass die uns noch erwischen. Das wäre nicht gut. Oh, hier scheint Twila in der Nähe zu sein. Na, die schnappen wir uns noch. Ah, da ist sie ja. Wenn Brutus in der Nähe ist, werde ich ihn für dich verjagen. Sehr gerne, Twila. Komm einfach mit. Und da ist auch schon der nächste Abschnitt. Aber den betreten wir in der nächsten Folge. Oder gehen so rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Es kann weitergehen mit unserem lustigen und sehr verrückten Abenteuer hier in unserem Schloss. Und wir steuern hier die Prinzessin Genevieve, die versucht, ihre, wow, verlorenen Schwestern zu finden. Da Herzogin Roswitha gerade das Schloss übernommen hat und der König vergiftet wurde. Wie ihr sehen könnt, haben wir neue Kleider bekommen. Seit der letzten Folge besitzen wir auch das blaue Kleid, mit dessen Hilfe wir mit Stelzen laufen können und somit große Abgründe überwinden können, sofern zumindest das Schild dasteht. Und wir kommen eigentlich ziemlich gut voran. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden, auch in dieser Folge ein neues Kleid zu bekommen. Und wenn ja, bin ich gespannt, was das für eine Farbe haben wird und welche Fähigkeit dazu kommt. So, wir sollten aber trotzdem aufpassen, weil es doch hier ziemlich gefährlich sein kann mit all den vielen Ratten und den fliegenden Teekannen, die grüne Grütze auf uns schütten. Aber so weit lassen wir es gar nicht kommen, denn mit Hilfe des Schmetterlingnetzes werden wir sie einfach erstmal zur Seite schieben. Und dann sollten wir keine Probleme mit all den Hindernissen haben. Oh, da oben guckt eine Spinne herunter. Hallo Spinne. Genau, mag mal. Wow, sie hat uns leider erwischt. Oh, Achtung, Achtung. Da muss Brutus weg. Hoppala. Twila hat uns zum Glück noch gerettet. Wir können weiter in den nächsten Abschnitt. Okay, wo laufen wir als nächstes hin? Vielleicht nach rechts. Da ist wieder das Stelzenkleid. Wir kommen gut voran. Meine Lieben, hier kommt auch noch der Hinweis, falls euch das Video gefällt und ihr das... Oh, Moment, liebste Schwester, du hast uns gefunden. Seid ihr okay? Ein bisschen schmutzig. Dieser Turm ist dreckig, aber er braucht mal rosa. Und weiß, aber wir sind jetzt unverletzt. Hast du alle unsere Schwestern gefunden? Ich bin dabei. Du musst Roswitha aufhalten. Nimm meine Tanzschuhe. Nimm meine Bänder. Du kannst sie zum Klettern benutzen. Viel Glück! Danke! Sehr gut, wir haben ein neues Kleid bekommen, das lilafarbene, und können mit der Hilfe des lilafarbenen Kleides magische Bänder entstehen lassen. Das zeige ich euch später.
sobald es zum Einsatz dieser Bänder kommt. Also wie gesagt, noch einmal der Hinweis jetzt. Falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr Barbie in Die 12 tanzenden Prinzessinnen toll findet und noch weitere Videos sehen möchtet. Das hilft mir vor allem deswegen, weil ich dann weiß, wie oft ich diese Videos pro Woche hochladen soll. Vielleicht bevorzugt ihr andere Projekte hier auf dem Katze-Kinder-Kanal, dann werde ich das natürlich auch dementsprechend für euch anpassen. So, aber es geht weiter und wir springen wieder hier über die Schlösser und achten natürlich darauf, dass wir von nichts und niemandem getroffen werden. Hoppala, hoppala, hoppala. Und schwupps, oh, ziemlich gefährlich hier oben. Es wird immer schmäler und schmäler. Uiuiui, da gucken auch schon die Spinnen herunter. Aber wir machen das doch ziemlich gut. Und wieder auf Stelzen unterwegs. Tralalala. Schreibt mal in die Kommentare, wie lang diese Stelzen sein können. Wenn ich daran denke, wir stehen oben auf der Schlossmauer und laufen mit Stelzen über Abgründe, tja, dann können solche Stelzen schon gute mehrere hundert Meter groß sein, oder? Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Oh, da ist Brutus. Schnell weg mit dir. Twila, danke für deine Hilfe. Und rein mit uns. Ein neues Passwort. So, jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt und setzen unsere Bänder ein, die wir jetzt bekommen haben. Schaut mal. Schwupps. Und zack, können wir auf dem Band laufen. Ziemlich praktisch, findet ihr nicht auch? Oh, wir sind wieder außen am Schloss, das heißt an der Mauer. Und hier haben wir einzelne Burgtürme oder Schlosstürme. So, jetzt sollten wir aufpassen. Hier sind wahrscheinlich noch mehr Ratten unterwegs. Und es scheint hier auch ein bisschen gefährlicher zu sein. Vorsicht, nicht, dass der Rabe uns noch erwischt. Das wollen wir nicht erleben. So. Aber so insgesamt kriegen wir das gut hin. Schaut mal, ich verstecke mich. Hallo, huhu. Okay. So, und oh, wow, Vorsicht, huiuiuiui. Immer diese Ratten. Ziemlich fies. Weg mit dir. Ha, erwischt. Und eine Teekanne. Was ist das, eine Teekanne oder eine grüne Grützekanne? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich schreibe euch dann zurück. Okay, und oh, Vorsicht, das ist eine Schnapppflanze, die haben wir bereits in der ersten Folge mal gesehen. Die schnappt uns, was zwar kein Leben abzieht, aber trotzdem können wir uns dann kaum bewegen und können auch nicht mehr springen, wenn wir da eingestappt werden. Deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen. Okay, und oh nein, die Ratte hat uns erwischt. Jetzt haben wir nur noch ein Herz. Wir müssen jetzt echt gut aufpassen. Wenn wir uns noch einmal erwischen lassen, dann, naja, dann war's das wohl. Und so weit darf's nicht kommen. Ach ja, gut, wir passen einfach auf. Und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Ganz vorsichtig sind wir jetzt unterwegs. Und dann wird einfach nichts passieren. Zumindest hoffe ich das. Einfach ganz langsam und vorsichtig. Okay, aber immerhin sind wir jetzt im nächsten Abschnitt und können getrost sagen, dass wir vorankommen. Und das ist doch die Hauptsache. Oh, schon wieder diese Schnapppflanze. Schon wieder. Oh, du bist fies. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und jetzt drüber gesprungen. Perfekt. So, wir bleiben natürlich vorsichtig. Oh, die Ratte. Die hat uns glatt erwischt. So. Und schwupps, weg. So. Also schon ziemlich spannend, das Abenteuer hier. Vor allem frage ich mich, wie lange oder wie weit es noch nach oben geht. Weil eines müssen wir jetzt schon sagen. Die Genevieve ist ziemlich... Wow, nein! Oh nein, jetzt haben wir nur noch ein Herz. Wir müssen aufpassen. Was ich sagen wollte, ist, dass Genevieve ziemlich mutig ist. Welche Prinzessin traut sich bitte mit solchen Stöckelschuhen nach draußen? Nach draußen und kletternd auf einem Schloss. Also ich würde mich das nicht trauen. Und ihr? Okay, aufgepasst, wir haben nur noch ein Herz. Jetzt heißt es wirklich alles oder nichts. Ich hoffe, es geht alles gut soweit. Und wir können die Ratten austricksen. Die sollten uns nicht treffen, nicht erwischen. Und weg mit dir. Sonst brauchen wir das magische Band der Freundschaft. Jetzt brauchen wir hier die Stelzen. Kurz tauschen. Je mehr Kleider wir haben,
desto länger dauert das auch, zwischen den Kleidern zu tauschen. Oh, Vorsicht, hier ist irgendwo die Kanne. Hui, gerade noch erwischt. Und jetzt laufen wir einfach drüber. So. Und ich bin wieder bereit. Sehr gut. Dich habe ich auch erwischt. Gut, wir kommen voran. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und so festhalten. Oh, hui. Der Sprung war schon hart. Wow, wow, wow. So. Na, wo sind denn die Ratten und die Raben, die Krähen? Haben sie Angst vor mir? Haben sie Angst vor Prinzessin Genevieve? Sieht so aus. Zumindest kommt gerade nichts. Und ein neuer Abschnitt. Und ein neues Passwort. Ach, wie schön. Roswitha zeigt sich hier im Passwort. Okay, Herzogin Roswitha. Schnell weg. Böse Ratte, die hat uns fast gegessen. Okay, das eigentlich nicht. So klein wie sie ist. Aber sie wollte uns zumindest mal berühren. Und das hätte uns ein Herzchen gekostet. Okay, aufgepasst. Wieder eine Teekanne. Fliegende Teekannen. Könntet ihr euch vorstellen, dass Teekannen fliegen können? Wie würdet ihr das finden? Lustig oder ein bisschen komisch? Gibt's ja nicht. Klar, aber... Wow, nein! Oh, der Rabe. Der wollte uns auch berühren. Aber gut. So. Hoppala, wir können ja sogar auf dem Kopf landen von dieser Statue. Das wusste ich nicht. So, mal gucken, ob wir die Teekanne hier irgendwie... Sehr gut. Und ein Rabe. Aber kein Problem. Und jetzt müssen wir hier irgendwie runter und vorsichtig sein. Oh, weia, in welche Richtung müssen wir jetzt? Da? Ist das richtig? Nee, oder? Sind wir hier richtig? Wirklich? Nee, hier waren wir doch gerade. Ja, nee. Wir laufen hier im Kreis. Das war jetzt falsch. Nochmal. Also nochmal. Stück für Stück. Wo müssen wir jetzt wirklich hin? Schauen wir uns das Ganze einfach nochmal an. So, darüber und darüber und dann vielleicht nach links rüber. Oh ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Dann lass uns hier mal weiterlaufen. Genevieve ist wieder unterwegs und wir brauchen irgendwie jetzt ziemlich oft das Band. Aber kein Problem. Deswegen haben wir auch dieses Band. Oh, Vorsicht, eine Vase. Wow, das war gefährlich. Und drüber. Perfekt. Nächster Abschnitt. Und was gibt es hier Interessantes zu entdecken? Hm, gar nichts. Zumindest sieht es so aus. Sieht nach nichts aus. Oh, hier. Habt ihr das gehört? Eine Ratte, genau. Uiuiui. Und erwischt. So, wir tauschen und schwuppdiwupps. Ein Band. Oh nein, wieder eine Schnapppflanze. Der hat uns doch glatt erwischt. Uiuiuiui. So, das magische Band mal wieder. Und wir kommen weiter. So, Achtung, eine Spinne. Achtung, 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 Achtung. Nochmal tauschen zum Band. Uiuiui. Hallo Spinne, wie geht's dir? Wir müssen leider weiter. Tut mir leid, wir können jetzt nicht mit dir spielen. Und hier oben scheint auch irgendwas zu sein. Lieber mal tauschen. Bestimmt Ratten. Ich höre Ratten. Und da ist sie ja. Tja, da haben wir dich wohl ausgetrickst. So schnell kommst du nicht an uns heran. Und wieder das Band. Schaut mal, das Schloss muss ziemlich groß sein. Es geht die ganze Zeit nur aufwärts. Oh, Vorsicht. Wieder eine Teekanne. Können wir hier tauschen? Ja, können wir. Sehr gut. Und schwupps. Beide erwischt. Perfekt. Hoch mit uns. Und ein weiterer Abschnitt. Von Abschnitt zu Abschnitt. Oh, unsere Schwestern. Genevieve. Du hast uns gefunden. Ja, Roswitha hat uns entführt und hierher gebracht. Ja, ich weiß. Du musst sie aufhalten. Diese werden dir helfen. Ganz bestimmt unsere Tanzschuhe und unseren Lieblings-Crocket-Schläger. Du kannst ihn benutzen, um Schalter zu treffen und Türen zu öffnen. Danke, ich werde euch nicht enttäuschen. So, meine lieben Schwestern, danke für den Crocket-Schläger. Den werde ich einsetzen, sobald die Zeit dazu gekommen ist. Wie findet ihr eigentlich das pinke Kleid? Das rosa farbene Kleid. Findet ihr es schön? Oder mögt ihr die anderen Kleider lieber? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Kleid haltet. Ich finde es eigentlich ziemlich schick, muss ich sagen. Hoppala. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sind wir hier richtig? Einfach nur vorsichtig runter? Ist das richtig? Okay. Wird schon irgendwie stimmen und richtig sein. Und wow, 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 wow. Oh, da sind wir aber tief gefallen. Oh, vorsichtig.
und vorbei an der Schnapppflanze. Jetzt geht es hier mit den Stelzen drüber und wir machen wirklich Fortschritte. Wir kommen schnell voran und haben wieder ein neues Kleid bekommen und unsere Schwestern gefunden. Es fehlen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, zählt ihr eigentlich auch seit der ersten Folge mit. Es sind ja 12 tanzende Prinzessinnen. Eine davon sind wir selbst. Das heißt, 11 Schwestern müssen wir finden und wieder retten. Und wenn ich richtig gezählt habe, fehlen nur noch 2. Das heißt, dass wir schon 9 Prinzessinnen gerettet haben. Okay. Dann wollen wir mal sehen, ob wir... Wow, ich weiß nicht mehr, ob wir in dieser Folge eine neue Prinzessin treffen. Aber spätestens dann in der nächsten. Oh oh. Haltet euch zurück, Prinzessin. Ich möchte euch nichts Böses. Aber Roswitha, sie hat meine Schwestern entführt und meinen Vater vergiftet. Die Herzogin weiß, was sie tut. Alles, was sie will, ist in Ordnung im Schloss. Das hat sie nicht zu entscheiden. Sag mir, wo meine anderen Schwestern sind. Das kann ich jetzt nicht. Ich muss euch jetzt in euer Zimmer zurückbringen. Versuch das nur. Du gemeiner Wicht. Dann komm mal her. Oh, Vorsicht. Er scheint ein großes Schild zu haben. Und eine starke Panzerung. Das heißt, er ist ein ziemlich starker Gegner. Wir sollten ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. So, mal sehen, ob wir ihn austricksen können. Ohoho. Da hat sich wohl jemand an der Wand angeschlagen. Genau, das ist auch der Trick hier in diesem Kampf. So, und zack, wieder einmal erwischt. Tja, da hast du wohl das Nachsehen, was? Jag mich doch, wenn du kannst. Und noch einmal, sehr gut ausgetrickst. So, 2 Treffer wahrscheinlich noch. 1 oder 2 Treffer und dann haben wir es geschafft. Genevieve hat es dann geschafft. Upsala. So, du magst wohl noch einen Treffer, ha? Dann komm mal her. Und ob ich mag, ich komme her. Na, warte, Prinzessin. Ich kriege dich. Du musst zurück in dein Zimmer. Oh nein. Tja, das war's dann wohl. Ein neues Passwort für uns. Sehr schön. So kommen wir gut voran. Da freut sich Genevieve. Und wir können jetzt mal den Crockett-Schläger einsetzen. Dann seht ihr mal, wie das aussieht. Und zwar einmal zielen und Schuss. Das war ein guter Schuss. Perfekt, sage ich dazu nur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Es kann weitergehen. In der letzten Folge haben wir 2 neue Kleider bekommen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und zwar haben wir das pinkfarbene Kleid bekommen, das ich gerade hier trage. Und noch andere Kleider. Natürlich habe ich auch das grüne. Aber ich meine damit eigentlich das letzte Kleid, nämlich das lilafarbene. Mit dem lilafarbenen Kleid haben wir Bänder, mit denen wir dann hochgelegene Orte erreichen. Und mit dem pinkfarbenen Kleid haben wir einen Crockett-Schläger. Der kommt wahrscheinlich im Spiel nicht so oft zum Einsatz, aber mit der Hilfe des Crockett-Schlägers können wir... Wow, Ameisen, ganz vorsichtig, hier auf dem Bücherregal. Mit dem Crockett-Schläger können wir Schalter aktivieren. Das ist ziemlich praktisch, vor allem wenn wir mal feststecken und nicht weiterkommen. Aber gut, Prinzessin Genevieve muss nach wie vor 2 weitere, zumindest wenn ich richtig gezählt habe in der letzten Folge, 2 weitere Prinzessinnen finden, also ihre Schwestern. Und ich bin gespannt, ob wir das in dieser Folge schaffen werden. Zumindest hoffe ich, dass wir wenigstens eine von denen finden. Vorsichtig an der Spinne vorbei. Vielleicht muss ich nach links, ich guck mal. Jetzt wird mein Kopf abgedeckt von den Schuhen. Das sind die Tanzschuhe von den 2 kleinen Mädchen. Ne, 3 waren das. Wisst ihr noch, in der ersten Folge, da haben wir 3 Mädchen getroffen, die uns ihre Tanzschuhe gegeben haben und ein Schmetterlingsnetz überreicht haben. Ich frage mich nur, welche Schuhgröße sie haben, denn anscheinend kann auch Prinzessin Genevieve, die schon erwachsen ist, diese Schuhe tragen. Also ganz lustig. Aber gut, dann wollen wir mal vorsichtig... Ja, perfekt. Direkt an der Tür sind wir herausgekommen. So, dann wollen wir mal gucken, was es noch in der Bibliothek so zu entdecken gibt. Hier kommt übrigens der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen toll findet und noch weitere Folgen sehen möchtet. Aber gut, in der Zwischenzeit klettern wir einfach... Boah, Vorsicht, Ameisen. Klettern wir einfach von Bücherregal zu Bücherregal. Oh, das war, glaube ich, nicht der richtige Weg. Da ist nichts mehr... Oh, jetzt verstecken wir uns hinter dem Bücherregal. Vorsicht, eine Teekanne mit grüner Grütze.
Die wollen wir natürlich nicht wieder begegnen. Oh, schaut mal, da hat sich jemand versteckt hinterm Bücherregal. Ziemlich fies. Aber gut, ist es eigentlich normal, dass Prinzessinnen auf Bücherregalen rumspringen? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Und vorsichtig darüber, so machen wir ganz gut. Gar nicht mal so einfach. Hallo Spinne. So, neuer Abschnitt für uns. Hier geht es jetzt weiter. Und boah, Unmengen von... Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das war ziemlich fies. Hey, 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 hey. Aber mir ist gerade aufgefallen, wenn ich das richtig sehe, kann ich durch Blumen laufen, wenn sie gerade nach unten gegangen sind. Sprich, wenn sie sich gerade verstecken. Das müssen wir uns merken und mal ausprobieren. So, okay, hier geht es wahrscheinlich weiter. Die Plattform steht total... Wow, eine Vase. Das hätte ganz leicht schief gehen können. Uiuiui. Also hier auf den Bücherregalen ist wirklich viel los. Schaut mal, da oben war ein Zeichen. Da dürfen wir das Band einsetzen, was ich am Anfang der Folge betont habe. Aber wahrscheinlich habt ihr die letzte Folge gesehen und kennt das ja schon bereits. Uiuiui, ein Band. Und gleich noch einmal. Du-du-du-du-du. Super. Damit bauen wir unsere eigenen Wege. Hoppala. Weg mit dir. Und schwupps. So. Jetzt vorsichtig. Ich will es eigentlich noch nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Wir springen lieber drüber. Wow. Hallo, Spinne. Tschüss, wir müssen leider weiter. Okay. Und eine Vase. Achtung. Schnell weiter, schnell weg. Und schwupps. Jetzt. Und tschüss. Das hat super geklappt. Im richtigen... Oh, das ist fies. Moment, Moment. Komm her, komm her. Sehr gut. Angelockt und wieder verscheucht mit dem Kescher. Jetzt brauchen wir das Band. Oh, die Spinne ist natürlich jetzt ein bisschen blöd platziert. Hier sollten wir vorsichtig sein. Aber wir können auch... Oh, da oben! Wer ist denn das? Courtney! Gott sei Dank, du bist unverletzt. Einen Moment noch. Ich liebe dieses Buch. Das kann ich sehen. Roswitha hat mich entführt und hier versteckt. Hast du unsere anderen Schwestern gefunden? Fast alle. Finde die anderen und halte Roswitha auf. Hier, nimm meine Tanzschuhe und meine Bücher. Sie werden dir helfen, kleine Hindernisse zu erklimmen. Danke, Courtney. Schaut mal, jetzt habe ich... Wow, ein dunkelblaues Kleid und kann Bücher legen. Jetzt schauen wir mal kurz, was auf der rechten Seite ist. Ah, da ist nichts mehr. Okay. Genau, mit der Funktion können wir praktisch auf Büchern springen. Oh, wo ist Courtney hin? Gerade eben stand sie noch hier. Wahrscheinlich ist sie... Ich weiß nicht, wo ist sie denn hin? Wo könnte Courtney hingelaufen sein? Sie war gerade eben noch da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Wo könnte sie jetzt sein? Seid doch gerne kreativ. Es gibt kein richtig und kein falsch. Also ich behaupte, sie ist in die Küche gegangen, um etwas zu essen. Wer weiß, vielleicht stimmt das. So, schaut mal. Jetzt können wir hier die Bücher verwenden, um nach oben zu kommen. Aber, natürlich solltet ihr euch das nicht als Beispiel nehmen. Bücher sind zum Lesen da und nicht, um darauf zu springen. Okay. Und? Oh, da oben ist eine Spinne. Das ist gut zu wissen. Dann sind wir lieber etwas vorsichtiger. Wow, das hätte leicht in die Hose gehen können. Aber Prinzessin Genevieve kriegt das gut hin. Wir laufen weiter und weiter und weiter. Und was entdecken wir hier in der Bibliothek? Können wir eigentlich ein Buch ausleihen? Ich frage mich, welche Bücher diese Bibliothek zu bieten hat. Sind das Romane? Sind das Krimis? Cartoons? Comics? Was lest ihr eigentlich am allerliebsten? Habt ihr ein Lieblingsbuch? Schreibt doch mal in die Kommentare. Heute dürft ihr wieder viel in die Kommentare schreiben. Okay. Und lalalala. Upsala. Und Sprung, Sprung, Sprung. Ganz vorsichtig, da kommt eine Spinne herunter. Sehr, wow, das war knapp. Okay, aber wir haben es geschafft. Und wups, rein durch das Tor. Und ein neuer Abschnitt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Lasst uns lieber hier nach oben gehen, bevor wir da die Treppen runtergehen. Oh, da oben ist ein Vogel. Ist das nicht Felix? Ist der lieb? Ich weiß es nicht. Hallo Felix, bist du lieb? Diese Tür bringt dich zu einem Minispiel. Erfüllst du die zwei Aufgaben, könntest du ein extra Herz bekommen. Oh, ein sprechender Vogel. Ja, schönen Dank auch. Okay, es gibt auch eine sprechende Katze, die Twila. So, schaut mal. Oh, oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Rechts oben seht ihr, dass wir nur noch 1 Minute 40 haben. In der Zeit müssen wir hier irgendetwas geschafft haben.
Oh, wir können Bücher stapeln. Das ist ja lustig. Ah, seht her. Wir dürfen einen Bücherstapel mitnehmen und einen anderen Stapel müssen wir ablegen. Das heißt, wir dürfen maximal einen Bücherstapel mitnehmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe es jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert erklärt. Also, wahrscheinlich müssen wir welche ablegen und andere wieder aufnehmen. Aber das seht ihr ja hier im Spiel. Zum Beispiel hier. Hier komme ich nicht hoch ohne einen Bücherstapel. So muss ich mir irgendwo erstmal Bücher suchen. Und ich muss mich beeilen, ich habe nicht mehr viel Zeit. Eine knappe Minute und ich weiß nicht, wie lang dieser Abschnitt hier ist. Immerhin geht es um ein Extraherz. Das heißt, wir haben dann links oben nicht mehr 3 Herzchen stehen, sondern 3 plus 1 Herzchen stehen. Und, wie wir alle wissen, 3 plus 1 ist 4. So. Da, 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 da. Und schwuppsdiwupps. So, da oben ist ein Buch. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Das wird da oben nicht benötigt. Können wir das hier platzieren? Ich bin mir jetzt unsicher, ob es da weitergeht. Wir schauen einfach mal. So. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. 23 Sekunden noch, bis das Level dann vorbei ist. Und entweder wir haben es dann geschafft oder leider nicht. Knapp 15 Sekunden. Es wird knapp. Aber da oben ist schon die Tür. Perfekt, perfekt, perfekt. 10 Sekunden noch und wir haben es geschafft. Sehr gut. Hui. Zweiter Abschnitt. Und wieder haben wir 1 Minute 45. Mal gucken, ob wir das auch schaffen werden. Genevieve ist auf jeden Fall voller Tatendrang. Und mit ihrem neuen Kleid und der Fähigkeit, Bücher aufzusammeln, kommt sie doch ziemlich gut voran, muss ich sagen, oder? Ja, ja, ja. Vor allem das blaue Diadem, das sie im Haar trägt, sieht ziemlich schick aus. Das können wir schon... Wow, oh nein! Oh, das wollte ich nicht. Die Bücher sollen nicht hier unten landen. Die sollen natürlich auf dem Bücherregal oben drauf stehen. So, gleich noch einmal. Und zock, die Bücher nehmen wir mit. Können wir natürlich gut gebrauchen. Und werden hier gleich wieder platziert. Okay, damit hätten wir den ersten Teil des zweiten Abschnittes. Aber jetzt geht's natürlich weiter. Oh, hier geht's nur bergab. Nehmen wir mal ein Bücherpaket mit. Oh, hier sind aber viele Bücher. So, Moment. Ein Bücherstapel soll hier stehen. Das habe ich bereits erkannt. Dann, oh, hier. So. Nehmen wir das mit. Können wir natürlich auch gut gebrauchen. Und hier oben legen wir... Oh, ich komme auch so hoch. So. Oh, das ging schnell. Das haben wir ziemlich gut gemacht. Super. Und wir haben jetzt 4 Herzchen. Klasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbie in... Die 12 tanzenden Prinzessinnen. Nachdem wir in der letzten Folge hier diesen hübschen Vogel getroffen haben, der uns ein weiteres Herz gegeben hat, und natürlich auch unsere Schwester getroffen haben, namens Courtney, die uns ein blaues Kleid und ihre Tanzschuhe geschenkt hat, mit dem wir dann Bücher einsetzen können, geht es heute endlich weiter. So, die fliegende Teekanne lassen wir einfach mal so stehen, die brauchen wir nicht. Hallo Spinny. Na, alles gut bei dir? So, wir wollen hier vorsichtig runter. Hier irgendwo muss die nächste Tür sein. Und wer ist da? Ach, dieser Hey. Der Hey-Mensch. Der sagt immer wieder Hey. Der ist ziemlich lustig. Okay, hier geht es weiter. Und wir sind nach wie vor in der Bibliothek, wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Schaut mal, jetzt kommt das neue Kleid zum Einsatz. Die Bücher. Damit kommen wir hier nach oben. Und schwupps. Oh, eine Ameise. Vorsicht. Weg mit euch! Ihr stört mich nur! Die würden bestimmt auf meine Bücher krabbeln. Dabei sind die Bücher doch ziemlich wertvoll. So, Achtung! Und Sprung! Hoppala! Da bin ich versehentlich reingelaufen. Ach, übrigens, das apropos reinlaufen, das habe ich bereits in der letzten Folge angesprochen. Wie ihr sehen konntet, man kann, wenn die Blumen in sich gekehrt sind und sich verstecken, durch diese Blumen laufen, ohne dass etwas passiert. Nur wenn sie ihre Köpfe zeigen, diese fleischfressenden Pflanzen, dann nimmt Genevieve Schaden. So, sind wir hier richtig? Ich glaube, ich habe die Tür ja sowieso schon links gesehen. Aber nein, da ist nichts mehr. Schöne Fenster. Das sind sogenannte Bullaugen. Kennt man auch aus Schiffen. Die haben auch runde Fenster. So, 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 so. Jetzt kommen wir da rein. Und ein neues Passwort für uns. Einfach merken und ihr gelangt zum gleichen Abschnitt wie ich. So, jetzt müssen wir hier hoch über diese Mauer. Das können wir nur dank der Bücher, die uns dann nach oben befördern können.
Und wir können in die nächste und letzte Tür. Wow, die letzte Tür schon. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Sieht aus wie ein Bauernhof. Okay, ich bin gespannt. Hier kommt übrigens der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr Barbie-Videos toll findet und noch mehr Folgen sowie weitere Barbie-Let's Plays sehen möchtet. Das hilft mir auch, weil ich dann weiß, was euch am allermeisten gefällt. So, dann wollen wir hier mal auf dem Bauernhof vorankommen. Mal gucken. Hier sind wahrscheinlich auch viele Insekten, Spinnen und natürlich auch Raben und Krähen unterwegs. So, weg mit den Ameisen. Das war ja eine ganze Kolonie. Haben wahrscheinlich ihr Ameisennest gesucht. Und da oben ist wieder eine Spinne. Und eine Ratte läuft da unten rum. So, das magische Band hilft uns nach oben. Ein vorsichtiger Sprung. Und ich muss sagen, dieser... Wow, da hat uns doch glatt eine Krähe erwischt. Dieser Abschnitt sieht schon ziemlich interessant aus mit dem Bauernhof hier. Ich frage mich, ob wir hier auch Pferde oder andere Tiere sehen können. Jetzt brauche ich hier das Buch. Das wird hier ziemlich trickreich. Teilweise wird uns auch die Sicht versperrt durch diese Holzbalken. Aber das kriegen wir trotzdem ganz gut hin, denke ich. Upsala, da hat uns schon wieder eine Krähe erwischt. Und jetzt brauchen wir die Stelzen. Mit den Stelzen laufen wir einfach über die Abgründe. Perfekt. Und schnell wechseln. Oh nein, oh nein, oh nein. Weg mit den Spinnies. Schau mal, da sind Hufeisen an der Wand. Das heißt, hier müssen eigentlich Pferde sein. Die Frage ist nur, ob wir auch Pferde treffen werden. Bleiben wir also gespannt. Und wir müssen eigentlich auch ganz gut aufpassen, weil wir nur noch zwei Herzen haben. So, erstmal weg mit dir. Und mit dir natürlich auch. Mensch, überall diese Ratten. Sollen sich bitte verkriechen und nicht hier herumlaufen. So, jetzt brauchen wir das magische Band von Genevieve. Kleinen Moment, dazu wechseln wir zum lilafarbenen Kleid. Sehr gut. Jetzt klettern wir nach oben und laufen weiter. Oh, Spinni, Spinni, Spinni. Kurz abwarten und im richtigen Moment rüberspringen. So, so. Ja, das passt. Sehr gut. Schnell weg. Oh, ein Rabe. Oh nein, jetzt haben wir nur noch ein Herz. Oh weia, oh weia. Jetzt müssen wir wirklich gut aufpassen. Lieber gleich mal in das grüne Kleid wechseln, falls etwas passiert. Und, oh, unsere letzte Schwester. Blair, geht es dir gut? Genevieve, unsere Schwestern. Roswitha hat sie entführt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Es ist alles gut. Ich habe sie alle gefunden. Gott sei Dank. Und Vater? Er steht unter einem bösen Zauber. Roswitha hat ihn vergiftet. Du wirst sie aufhalten, nicht? Ja. Hier, nimm meine Tanzschuhe und ich bringe dir bei, so schnell zu laufen wie mein Pferd. Du musst schnell sein, wenn du sie aufhalten willst. Danke, Blair. Schaut mal, jetzt haben wir ein dunkelrotes Kleid, ein weinrotes Kleid und mit dem Kleid können wir rennen. Was ziemlich praktisch ist, gerade wenn wir uns beeilen müssen, weil der Boden unter unseren Füßen auseinanderbricht. Und damit hätten wir auch alle Kleider, die man im Spiel haben kann. Oh nein, jetzt hat uns doch glatt eine Krähe erwischt. Oh weia, jetzt müssen wir den Abschnitt nochmal machen. Aber kein Problem, das geht ja relativ fix, relativ schnell. Meine Frage an euch, schreibt doch mal in die Kommentare, da wir jetzt alle Kleider im Spiel besitzen. Welches Kleid gefällt euch am besten? Und vor allem auch, welche Fähigkeit gefällt euch am besten? Findet ihr es toll, dass man rennen kann? Oder würdet ihr es besser finden, wenn wir mit dem Kescher unterwegs sind? Oder mit den Stelzen? Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagen werdet. So, aber in der Zwischenzeit geht es für uns weiter. Neuer Abschnitt für uns. Die Bücher werden hier platziert. Jetzt brauchen wir das magische Band. So, ein Band, das uns trägt. Achtung, das müssen wir wieder tauschen. Das Tauschen dauert jetzt etwas länger, weil wir ziemlich viele Kleider haben. Okay. Und ein neues Passwort. Roswitha, Tanzschuhe, Barbie und der Affe Brutus. Gut. Wir machen wirklich Fortschritte hier auf dem Bauernhof. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt können wir rennen. So, wo ist das passende Kleid? Perfekt. Achtung, kommt wieder eine Spinne. Wir laufen vorsichtig vorbei. Und hier ein Grashüpfer. Jetzt
Und wieder das Band, das uns nach oben befördert. Super. Achtung, Krähe, Krähe, Krähe. Hui, machen wir ganz gut. Machen wir wieder Bücher. Mit den Büchern klettern wir vorsichtig nach oben. Sehr gut. Und gleich noch einmal Einsatz der Bücher. Und schnell wechseln zum grünen Kleid, denn da wartet schon eine Ratte, die jetzt mit dem Kescher eingefangen wird. Und schwupps. Und jetzt rennen wir ein wenig. Hui, gut. Wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Wow, 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 wow. So schnell, da kommt eine Spinne herunter. Gar nicht mal so einfach. Ein ziemlich gefährlicher Abschnitt hier auf dem Bauernhof. Das können wir durchaus sagen. So, weg mit der Spinne. Aber irgendwie, ist euch das auch schon aufgefallen, treffen wir keine typischen Tiere, die es auf einem Bauernhof gibt. Das heißt, keine Katze. Ich muss dazu sagen, wir haben schon lange nicht mehr Twiler gesehen. Wir haben keine Hunde, keine Schafe, keine Kühe, keine Pferde, keine... Oh, was gibt es denn noch für Tiere? Schweine, Ziegen, Schafe, alles Mögliche. Fallen euch noch weitere Tiere ein, die es auf dem Bauernhof gibt? Schreibt mal in die Kommentare. Oh, weia, da ist ein Rabe erwischt. Hm, da kommen wir nicht hoch. Wie müssen wir da jetzt hoch? Moment. Ach, da drüben, jetzt. Von hier aus kommen wir da hoch. Und dann einfach nur noch nach rechts. Okay, einfacher als gedacht. So, Wechsel zum Rennkleid. Okay, so, runter. Wow, oh, oh, der hat uns fast eine Ratte erwischt. Also der Abschnitt im Bauernhof oder auf dem Bauernhof ist ziemlich groß, muss ich sagen. So, weg mit der Ratte. Ich meine mit der Krähe. So, Vorsicht, da sind Marienkäfer unterwegs. Die ignorieren wir jetzt aber erst einmal. Oh nein, da ist doch glatt wieder eine Spinne erwischt. So, und wir wechseln wieder. Und schwuppdiwupps. Es wird wieder gerannt. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, weil jetzt... Upsala, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir nämlich nur... Wow, 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 wow. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei Herzen. Oh nein, jetzt kommt auch noch eine Krähe. Wir laufen schnell weg. Wir sind schneller als die Krähe. Schneller als... Eine Ratte. Achtung. Oh, die war ziemlich fies platziert. Detlef, warum hilfst du Roswitha? Es tut mir leid, Prinzessin, aber die Herzogin weiß, was sie tut. Das weiß sie bestimmt. Und ich weiß, wie ich sie aufhalten kann. Ich habe schon alle meine Schwestern befreit. Das hättet ihr nicht tun sollen, Prinzessin. Bitte, geht einfach zurück in euer Zimmer. Ich werde nicht zulassen, dass du mich aufhältst. Oh, Achtung, Detlef kommt. Oh, das war fies. Wir konnten uns nicht bewegen. Hier werden wir auf jeden Fall mit dem Crockett-Schläger arbeiten müssen. Oh, der ist ziemlich stark. Er wirft mit Kisten nach uns. So, Achtung, wenn Detlef kommt... Oh nein, nicht erwischt. Wir müssen nicht Detlef mit dem Crockett-Schläger erwischen, sondern die Kisten oben. Weil die Kisten fallen dann herunter und landen auf dem Kopf von Detlef. Das ist der ganze Trick dahinter. Genau, wir machen das ziemlich gut. So, kriegen wir das gleich noch einmal so schnell hin? Ich bin gespannt. Achtung. Oh nein, das ging schief. Vorsicht! Uiuiuiui. Kommt er noch einmal so nah zu uns? Oh, es kommen Kisten runter. Oh, Vorsicht! Oh, das ist ziemlich fies. Aber der muss wirklich stark sein, wenn er so schwere Kisten tragen kann. Oh nein, wir haben nur noch ein Herz. Jetzt müssen wir aufpassen. Was denkt ihr? Was könnte eigentlich in einer Kiste sein? Womit sind diese Kisten gefüllt? Was könnte da drin sein? So, Achtung, wir warten auf den richtigen Augenblick. Und wenn Detlef kommt, schießen wir auf ihn. Oh nein, schnell nochmal, nochmal, nochmal. Oh nein. Okay, wir konzentrieren uns auf diese Kiste. Er wird bestimmt gleich hier vorbeikommen. Jetzt! Das hat gesessen. Super! Und ein neues Passwort für uns. Oh je, der Weg zu Roswitha ist zu streng bewacht. Ich muss durch die Turmuhr gehen, um zu ihr zu gelangen. Naja, dann werden wir das mal tun, Genevieve. Auf geht's. Wir müssen jetzt hier durch die Turmuhr mit all den Zahnrädern, damit wir irgendwie zu Roswitha kommen.
Das wird ziemlich mysteriös jetzt. Vor allem auch sehr gefährlich, denn ein falscher Tritt... Oh, hier bewegt sich etwas nicht. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Crockett-Schläger erst diesen Schalter aktivieren. Das war zu tief angesetzt. Noch einmal. Schwupps, perfekt. Der Schalter ist eingeschaltet oder betätigt und wir können weiter. Die Zahnräder bewegen sich. So, direkt auf die nächste Plattform. Schaut euch mal dieses große Zahnrad an, das sich so schnell bewegt. Habt ihr schon mal Zahnräder gesehen? Schreibt mir in die Kommentare. Die sind wirklich sehr faszinierend. Okay. Was für ein interessanter Mechanismus. Das muss ich schon sagen. Und Genevieve ist sehr mutig. Das muss man ihr lassen. Nicht viele Prinzessinnen würden sich trauen, durch eine Turmuhr zu laufen. Aber immerhin möchte sie auch ihren Vater retten und Roswitha aufhalten. Ihre Schwestern sind bereits gerettet und sie hat die ganzen Tanzschuhe und Fähigkeiten von ihnen bekommen. Also so nette Schwestern muss man erst einmal haben. Da kann Genevieve wirklich glücklich sein. So, Achtung. Oh, wie kommen wir jetzt hier weiter? Komme ich mit dem Buch hier hoch? Müssen wir aus... Upsala, das wollte ich nicht. Zu früh geklickt. So, jetzt mit den Büchern. Ich weiß nicht. Nein, ganz knapp. Wahrscheinlich mit dieser Fähigkeit. Wir springen einfach rüber. Perfekt, es hat funktioniert. Und hier nochmal rennen. Okay, wir sind drüben. Wir machen das ganz gut, denke ich. Und kommen schnell voran. So, und wo geht's jetzt weiter? Oh, oh, oh. Zum Glück, das ging nochmal gut. Jetzt brauchen wir das Band. Jetzt kommen wir hier nach oben und aktivieren hier einen Schalter. Oh, seht her, der Schalter muss aktiviert bleiben. Das machen wir, indem wir einfach Bücher drauflegen. Okay, Roswitha, mach dich auf was gefasst. Wir sind auf dem Weg und werden dich aufhalten und unseren Vater retten. Oh nein, jetzt müssen wir kurz warten. Wir warten auf die nächste Gelegenheit, bis wir dann rüberfahren dürfen. Da kommt sie auch schon, unsere nächste Gelegenheit. Dupidupidupidu, dupidu und schwupps. Und nochmal. So, Achtung. Jetzt schießen wir nach oben mit dem richtigen Outfit, mit dem richtigen Kleid und aktivieren eine Brücke. Jetzt brauchen wir die Bänder, die uns hier nach oben bringen. Sehr gut. Und gleich noch einmal. Von Eck zu Eck, von Zahn zu Zahn. So. Und auf die Plattform. Perfekt, jetzt müssen wir wieder kurz warten. Und interessant, dass sich hier keine Ratten aufhalten. Wahrscheinlich, weil dieser Ort viel zu gefährlich selbst für Ratten und Krähen ist. Es wäre auch komisch, wenn das ein Lebensraum für Krähen bedeuten könnte, weil Krähen halten sich ja vorwiegend in Wäldern auf. Oder auf, wow, auf Wiesen, wo sie Ausschau halten können nach Beute, also nach kleinen Mäusen zum Beispiel. So, mit dem Band geht es nach oben und hier warten wir wieder auf die Plattform. Wir können ja schon mal draufspringen. Uiuiui, das wird noch sehr spannend. Ich würde sagen, wir machen einen Schnitt. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Jetzt geht das Abenteuer weiter und wir sind auf dem Weg zu Roswitha, denn wir müssen sie aufhalten. Wie ihr wisst, hat sie unsere Schwestern entführt und unseren Vater höchstwahrscheinlich vergiftet. Das müssen wir alles... Oh, wo sind wir denn jetzt? Das müssen wir alles regeln. Schaut mal, man kann mich hier im Spiegel sehen. Okay, es wird heute spannend, denn heute treffen wir höchstwahrscheinlich auf Herzogin Roswitha. Achtung, wir springen einfach auf die Oh, habt ihr das gesehen? Schaut mal, obwohl vorne keine Plattform zu sehen ist, sehen wir eine versteckte, eine unsichtbare Plattform im Spiegel hindurch. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf den vorderen und hinteren Bereich konzentrieren. Jetzt laufen wir einfach hier mit Stelzen. Und ich weiß nicht, hier brauchen wir wahrscheinlich Bücher, damit wir da hochkommen. Und dann wollen wir mal sehen, wie gut wir hier diesen Abschnitt meistern können. Also irgendwie, ich weiß nicht, was es hier für ein Weg ist, aber auf jeden Fall führt dieser Weg zur Herzogin Roswitha. Und eines kann ich euch versprechen. Sie hat nichts Gutes im Schilde. Oh, perfekt, eine Brücke. Jetzt können wir da rüber. So. Bisher machen wir das ganz gut.
komme ich hier auf diese Plattform, bauen unsere Bänder. Und oben müssen wir rennen. Habe ich das richtig gesehen? Genau. Und dann gleichzeitig auch noch springen. So, hui. Das ging gerade nochmal gut. Und hier einfach mal rüber. Oh, ein Schalter. Mal sehen, was hier aktiv... Upsala, zu früh gedrückt. Was hier aktiviert wird. Hm, irgendwie nichts. Oder vielleicht eine Brücke. Oh, da ist noch ein Schalter. Seht ihr ihn? Den müssen wir auch noch aktivieren. Den sieht man nur über den Spiegel. Die Frage ist nur, wie wir diesen treffen können. Nee, auch nicht. Komisch. So vielleicht? Wie auch immer. Hier kommt erst einmal der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch, da das zeigt mir, dass ihr Barbie toll findet, dass ihr dieses Let's Play vor allem toll findet und dass ihr zukünftig noch weitere Barbie Let's Plays möchtet. Das ist gut für mich zu wissen, denn dann kann ich für euch auch neue Barbie-Videos drehen. So, dann aktivieren wir mal diesen Schalter. Und, ah, jetzt können wir hier, glaube ich, das aktivieren, oder? Genau, oder? Komme ich darüber? Schaut mal. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, diesen Schalter zu aktivieren, indem ich das mit meinem Crockett-Schläger mache. So. Ah, da oben öffnet sich eine Brücke und wir kommen rüber. Perfekt. Brauchen wir nochmal die magischen Bänder, so wie ich sie immer bezeichne. Und da direkt daneben lag ein Ball, habt ihr den gesehen? Von dem Crockett-Schläger. Jetzt müssen wir hier wieder rennen. Ähnelt ein bisschen dem letzten Abschnitt. Da mussten wir auch rennen und dann springen. Oh, hey, habt ihr das gehört? Zum Glück hat er uns nicht erwischt. So, hier kommen wir auch so hoch. Und da ist wieder ein Schalter. Kein Problem für uns, wir wechseln kurz und schießen drauf. So. Oh, wie kommen wir da jetzt hoch? Wahrscheinlich mit den Büchern. Hm, zu schnell geklickt. Und schon wieder zu schnell geklickt. Oh nein. Jetzt aber. So, Bücher sind platziert und wir klettern vorsichtig drüber. Jetzt kommt wieder das magische Band zum Einsatz. Schnell, schnell. Nach oben mit uns. Und schwupps. Ein ziemlich langer und mysteriöser Abschnitt, das muss ich schon sagen. Ich bin echt gespannt, was hier noch auf uns wartet. Aber im Großen und Ganzen... Oh nein! Das habe ich jetzt leider nicht richtig gesehen. Das war meine Schuld. Noch einmal. Drüberlaufen und springen und weiterlaufen. Sehr gut. Und noch einmal so ein Abschnitt. Huiuiui. Und? Hier brauchen wir die magischen Bänder. Oh, schade. Ich dachte, dass ich so hochkomme. Gut, dann müssen wir den kleinen Abschnitt hier nochmal machen. Aber das ist ja kein Problem. So schnell wie Genevieve rennen kann. Könnt ihr auch so schnell rennen wie Genevieve? In einem Kleid vor allem. Das muss man mal betonen. Macht sie also ziemlich gut. So, Achtung. Was brauchen wir nochmal hier? Die Bücher. Wobei, ich glaube, ich bin gerade ohne Bücher drüber gesprungen, richtig? Hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Ist auch nicht so schlimm. Doppelt hält besser. Das magische Band bringt uns nach oben. Jetzt kommen wieder die Bücher zum Einsatz. Und zack und zack. Und hier brauchen wir auch nochmal Bücher. Zum Glück haben wir Bücher. Ich frage mich nur, wo Genevieve die ganzen Bücher lagert. Hat sie so eine große Hosentasche? Wobei, sie trägt ja keine Hose. Hat sie eine Kleidtasche oder sowas ähnliches? Man weiß es nicht. Man kann nur spekulieren. So, schnell weg. Der jagt uns ja förmlich, der nette Herr da auf der rechten Seite. Und, wow, wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir so tief gefallen? Ich hoffe, das war kein Fehler. Werden wir gleich erfahren. Ob das schlimm war oder nicht. Ich hoffe zumindest nicht. So. Wir können auch mit den Stelzen darüber. Sollen wir das vielleicht mal machen? Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht, aber wir probieren es einfach mal aus. So, das magische Band. Ich nenne es immer magisches Band. Wie würdet ihr dieses Band denn bezeichnen? Einfach nur als Band oder ist es magisch für euch? Also ich sage deswegen immer magisches Band, weil es ein ziemlich flaches und schmales und leichtes Band ist und trotzdem einen ganzen Menschen tragen kann. Deswegen muss es doch magisch sein, oder? Was meint ihr? So, wir klettern wieder hoch. Oh nein, das funktioniert nicht. Oh nein, jetzt sind wir wieder abgestürzt. Also heute habe ich es mit den Abstürzen. Ich muss mich einfach besser konzentrieren. Gut, noch einmal. Okay.
geht's hier nach oben. Und wieder mit Stelzen auf die andere Seite. Jetzt machen wir nochmal unsere Bänder. Komisch, dass die Bänder nicht mehr dastehen. Die haben wir doch gerade eben erst eingesetzt. Und noch einmal. Na, geht's? Doch, es funktioniert. Sehr gut. Und Sprung. Und noch ein Sprung. Und vorsichtig rüber. Jetzt habe ich hier oben einen Schalter. Ich weiß gar nicht, ob wir den aktivieren sollen oder müssen. Lass uns einfach mal weiterlaufen. Und? Das muss die letzte Tür sein. Wir sind bei Roswitha, oder? Meine liebe Geneviève! Verstell dich nicht! Es ist vorbei, Roswitha! Alles, was ich wollte, ist in diesem Ort ein bisschen Eleganz zu verleihen. Ich wollte dir und deinen Schwestern beibringen, wie man sich als Dame benimmt. Vergiften Damen Könige und entführen Prinzessinnen? Der Zweck heiligt die Mittel. Steh mir nicht im Weg, Prinzessin. Das ist unser Zuhause. Du bist hier nicht mehr willkommen. Oh nein, Vorsicht, sie hat magische Kräfte. Habt ihr das gesehen? Magische Spiegel. Oh nein, Vorsicht. Gut gemacht. Den Schalter müssen wir erstmal dauerhaft aktivieren. Sie hat uns jetzt nach unten geschleudert. Wir müssen also schnell wieder nach oben. Und dann, oh weia. Wir müssen uns eine Taktik ausdenken, um zu Roswitha zu gelangen. Wir kommen jetzt hier nach oben. Wir brauchen die Bücher. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und hier brauchen wir den Crockett-Schläger. Und da oben wartet bereits Roswitha auf uns. Hier werden wir die Leviten lesen. Das kann ich euch versprechen. Also ein kurzer Tausch zum richtigen Kleid. Wenn sie uns attackiert, mit einem Windhauch kriegt sie das direkt zurück. Okay, Vorsicht, was macht sie jetzt? Wir gehen lieber in Sicherheit. Genau, sie wollte uns wieder austricksen und nach unten schleudern. Aber die Falle haben wir bereits erkannt. Und wieder hier oben, zack, wieder zurück. Roswitha, du hast keine Chance gegen uns. Du wirst niemals das Königreich bekommen. Du bist eine böse Herzogin. Nimm das. Tja, damit haben wir dich wohl besiegt. Oder? Oder nicht? Oh, wo sind wir denn jetzt? Da ist Lila. Oh nein, die Vase fiel mir auf den Kopf. Wir müssen noch Roswitha finden. Wenn Brutus in der Nähe ist, werde ich ihn für dich verjagen. Danke, Twila. Schön, dass wir Twila nochmal in der letzten Folge sehen können. So, jetzt müssen wir nur noch... Oh nein, schon wieder erwischt. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Tür finden. Das ist ja ein richtiger Irrgarten. Welche Tür ist richtig und führt zu Roswitha? Oh nein, schon wieder. Wir haben nur noch ein Herz. Jetzt müssen wir echt gut aufpassen. Das sollte uns nicht noch einmal passieren. Wo bist du, Roswitha? Zeig dich! Welche Tür müssen wir nehmen? Oh, da ist Brutus. Wir haben ihn verscheucht. Sehr gut. Da bist du, Roswitha. Haben wir dich. Ha! Schnell weiter, schnell hinterher. Und da ist sie wieder im Einsatz. Dann zeig mal, was du kannst. Wo ist sie hin? Da oben. Oh nein, sie hat uns erwischt mit dem Windhauch. Achtung, Roswitha möchte nicht klein beigeben. Sie ist ziemlich fies und stark. Wir müssen uns also echt gut konzentrieren. Damit das hier alles ein gutes Ende haben wird. So, und noch einmal. Die magischen Spiegel bringen uns nichts. Sie muss uns mit einem Windhauch angreifen, damit wir ihr das zurückschleudern können. Das wird echt spannend. Es wird echt spannend. Nochmal. Zack. Zack. Oh nein, sie ist verschwunden im richtigen Augenblick. Diesmal haben wir sie aber erwischt. Tja, das hast du wohl davon, Roswitha. Gegen Geneviève kommst du nicht an. Mein Brutus. Hoppla, das ist glatt erwischt. Und schnell weg, schnell weg. Uiuiui, wir sollten hier oben bleiben. Wir können nicht mehr runter. Da unten ist Brutus unterwegs. Wie machen wir das jetzt bloß? Vorsicht, wieder ein Spiegel. Und jetzt vielleicht? Nein, eine Teekanne. Nein, oh nein, oh nein. Was machen wir denn jetzt bloß? Jetzt ist hier oben noch eine Teekanne. Roswitha, komm schon. Jetzt haben wir dich aber. Yes, klasse gemacht. Oh nein, mein Zauber hat sich gegen mich selbst gewendet. Ich kann nicht aufhören zu tanzen. Sie wird eine Weile tanzen, sagt der König. Papa, oh, du bist wach.
Ja, Genevieve, dank dir. Ich hätte Roswitha niemals vertrauen sollen, aber Gott sei Dank geht es dir und deinen Schwestern gut. Wir werden uns bessern, Papa. Das versprechen wir. Wir werden uns wie Damen benehmen. Aber eben weil ihr so unterschiedlich seid, konntet ihr Roswitha aufhalten. Ich bin so stolz auf jede von euch, besonders auf Genevieve. Danke, Papa. Und damit endet auch das große Abenteuer von Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr das ganze Let's Play nochmal sehen wollt, klickt rechts oben rein. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag und ihr gelangt zu neuen Videos. Und ganz wichtig für die Zukunft, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Klickt einfach auf das Katzensymbol links. Bis zum nächsten Mal.